Wassily Kandinskys Gemälde Fuga zieht mich als Betrachterin fast magisch an. Mit diesen vielen verschiedenen leuchtenden Farben und Formen wirkt es auf mich fast kaleidoskopisch und regt mich zum Denken an. Es weckt Fantasien. Ich versuche anzuknüpfen an verschiedene Elemente in diesem Gemälde, versuche mir zu überlegen, was das ausdrücken soll, was es bei mir für Erinnerungen und Empfindungen ausdrückt. Mir als Dirigentin hilft dabei natürlich der Titel Fuga. Eine Fuge ist ja auch ein klassisches Musikstück und dieses klassische Musikstück hat eine komplexe Form und funktioniert nach ganz bestimmten strengen Regeln. Das Spezielle dabei ist, dass jede Stimme in dieser Fuge ganz eigenständig ist. Und so scheint es mir auch in diesem Gemälde zu sein. Jede Farbe ist gleichberechtigt zu anderen, jede Form hat ein eigenes Leben und eine eigene Berechtigung hier. Es gibt also keine Linien oder Striche, die hier nur einen Umriss einer Form zeigen sollen und nur dadurch Berechtigung haben. Nein, die Striche und Linien haben hier ein Eigenleben. Diese Gleichberechtigung von allen Elementen, die gibt es zur Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts auch in der Musik, nämlich vor allem bei Arnold Schönberg. Arnold Schönberg und Wassily Kandinsky, die haben sich gekannt, das waren Kollegen. Arnold Schönberg, der war auch eine Zeit lang als Maler tätig und Wassily Kandinsky hat sogar ein paar Bilder von Schönberg in seine Ausstellung im Umkreis des Blauen Reiters mit aufgenommen. Aber vor allem hat sich Kandinsky inspirieren lassen von Arnold Schönbergs Umgang mit der Musiktheorie, mit den musikalischen Formen und Überlegungen. Schönberg, der hat nämlich als einer der ersten die 12 Halbtöne einer Oktave gleichberechtigt behandelt. Jeder Ton hat seine eigene Berechtigung und ist nicht einem anderen untergeordnet. Und so macht es auch Kandinsky. Er behandelt die Formen, die Farben als gleichberechtigte, eigenständige Elemente. Mich als Musikerin hat natürlich besonders gefreut, dass Wassily Kandinsky den Umgang mit den Farben oder wenn man so will, den Farbtönen beschrieben hat, wie ein Musiker, der Klavier spielt. Der Pianist, der schlägt die Taste an, setzt damit einen Hammer im Klavier in Bewegung, der schlägt die Saiten an und produziert einen Ton, der dann nachher die Menschen berührt. Für den Maler ist die Farbe die Taste, die er gewissermaßen spielt. Er setzt damit das Auge des Betrachters in Bewegung und löst bei ihm Emotionen und Erinnerungen aus. Er spielt sozusagen anstatt auf einer großen Klaviatur der Töne, spielt er auf einer Klaviatur der Farben.